Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer 9. Coding Challenge. Heute geht es um wieder mal ein To-Sum-Problem, und zwar das sogenannte To-Sum-Closest-Problem. Das heißt, im Endeffekt hat sich nichts geändert zu eurem ursprünglichen To-Sum-Problem, außer dass jetzt nicht mehr irgendwie die ersten paar gefragt werden, sondern es werden jetzt die oder es wird das Lösungspaar gefragt, dessen Indizes möglichst nahe beieinander sind. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, hier 7980 und 7073 oder sowas zu verwenden und ich habe die Möglichkeit, 7980 und 6149 zu verwenden, was natürlich nicht sein kann, aber ja, ihr seht, das ist eine deutlich größere Distanz als hier. Das heißt, was wir brauchen, sind jetzt in der Lösung diejenigen Indizes mit der geringsten Distanz und die das To-Sum-Problem natürlich wieder mal lösen. Das heißt, ihr müsst diese Liste wieder mal durchsuchen und zusammen müssen die beiden Zahlen in der Summe diese Zahl ergeben und dann noch die kleinste Distanz zueinander haben, dann habt ihr es geschafft. Natürlich könnt ihr mit eurer Lösung vom To-Sum-Problem arbeiten, aber es ist nicht gesagt, dass die Lösung vom To-Sum-Problem auch wirklich diese Lösung hier ist. Ja, und das ist mal wieder logischerweise eure Aufgabe. So, wieder mal das übliche Geplänkel, was jetzt kommt. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt oder mich schon kennt oder wisst, was jetzt kommt, dann könnt ihr auch eigentlich ausmachen. Und zwar die Lösung und erstmal die Challenge bekommt ihr von dem Link, der unten steht, über einen GET-Request. Und die Lösung bekommt ihr über die URL, die unten in der Beschreibung steht, über einen Post-Request, beziehungsweise ihr müsst die Lösung hinposten und bekommt dann eben Antwort zurück. Und ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich genau das Wichtigste. Wir haben jetzt hier, ja, was haben wir eigentlich hier? Ganz normal, wie immer eigentlich, als Lösung eine Liste. Das heißt, wir haben zwei Elemente als Lösung, das heißt, ihr müsst hier eure Lösung als, Achtung, gültiges JSON-Format hier hin posten, das heißt Token und dann eben eure Lösung, in dem Fall zum Beispiel 1 und 2 oder 1 und 7 oder sowas und so weiter und so fort. Ja, und das ist eure Aufgabe, das heißt, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns bei der Auflösung wieder. Postet wieder weiterhin eure Lösung, allerdings bitte erst natürlich in der Auflösung und nicht jetzt schon hier unter der Challenge, wir wollen ja nicht den Spaß für alle verderben. Ihr könnt aber gerne natürlich hier Fragen stellen und wir werden natürlich alle, glaube ich, euch helfen, wenn ihr nicht weiterkommt. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.